Ich drücke mal auf Verstanden. Hallo, liebe Satja. Hallo, liebe Friederike. Frohen Valentinstag. Oh, ja, stimmt, heute ist Valentinstag, aber ich feiere den gar nicht. Ich habe ihn gefeiert bekommen. Ich bin passiv, wie heißt Passivfeierin? Nee, Ja. Feierin. Wie ist denn das Substantiv? Oh, da frag mich nicht. Okay, dann mache ich ein Passiv drauf. Ich bin passiv feiernd, denn der Kater hat mir heute Morgen ein Mäusegeschenk überbracht. Oh, ja, wie, ach so. Da sind wir nicht so ganz einig, der Kater und ich. Er findet das extrem begeisternd, mir dieses tote Tier zu schenken. Und Ja. ich denke immer, hättest du dich nicht auch irgendwie anderweitig beschäftigen können? Ja. Ja, er hat dir die Ehre erwiesen. Ja, ganz genau. Er hat vergessen, dass du vegan bist. Ja, das wird sein. Er ist ja noch vegan. Das heißt, ich kann es ihm noch beibringen. Ja, das wird sein. Ja, also als ich jung war, da gab es keinen Valentinstag in Deutschland und dann bin ich nach Amerika gegangen, im zarten Alter von 21 und da gab es den dann. Also da war ich ja auch noch jung. Und dann kam ich zurück und dann hatte man ihn irgendwann hier auch eingeschleppt, weil es ja so gut Eingeschleppt, das ist ja ein tolles Wording, eingeschleppt. Ja, genauso wie Halloween, das ist ja eingeschleppt worden, weil es gutes Marketing ist, ne? Ja, Genau. genau. Also ich hatte jedenfalls, bevor ich nach Amerika ging, nie was davon gehört und mich hat es immer gestört. Also in Amerika fand ich eine Sache gut daran und zwar gab es diese süßen Snoopy-Karten mit dem Herz. Und ich liebe Ich Snoopy-Karten. auch, ich liebe Genau. es. Ja, total. Und deswegen habe ich dann meiner Familie immer Valentinskarten geschickt. Die haben alles gekriegt, wo Snoopy drauf war. Wie schön, wie schön. Aber im Prinzip hat mich das gestört, dieses Liebe auf Befehl und Liebesausdruck auf Bestellung. Ja, natürlich. Und gleichzeitig sehen wir jetzt mal wieder, dass wir hier in so einer Polarität sind, wo nichts 100% gut oder 100% schlecht ist, sondern wo in jedem Schlechten auch ein mini bisschen Gutes ist, in dem Fall Snoopy. Ach so, jetzt dachte ich, jetzt kommt was Weißes über die Liebe. Ja, lässt sich sicherlich aufbauen. Das kommt noch, ja. Und jetzt haben wir ja eine Traumatherapeutin hier vor uns. Und die kann ja ganz bestimmt ganz viel über Liebe und Trauma erzählen. Und ich dachte, wir fangen mal an, dass wir uns ein bisschen über das Wort Liebe und Trauma unterhalten. Ich bin ja Philologin, das heißt, ich liebe die Sprache. Me too. Ja. Und ich finde es immer so wichtig, dass man auch, wenn man ein Gespräch führt, definiert, sind wir eigentlich auf derselben Wellenlänge, wenn wir ein Wort Oh, benutzen? aber hallo, das ist gewissermaßen die Gesprächsgrundlage. Ansonsten plaudert man munter vor sich hin und verwendet aber Wörter, die der andere ganz anders besetzt hat und redet trefflich aneinander vorbei, ohne kleine Schnittmenge. Also die Grundlagenarbeit interpretierst, legst du es so aus, verstehst du es so, wie ich die Wörter benutze, das gehört irgendwie so fast zum Anfang eines jeden Gesprächs oder bei den Bakterien heißt das präbiotisch, bevor dann das Probiotikum kommt. Und bei Gesprächen könnte man dann sagen, das ist dann irgendwie präverbal, bevor dann die Inhalte rüberfließen, dass man sich darüber verständigt, benutzen wir die Wörter in etwa mit der gleichen Inhaltsgebung. Ja, und wir vergessen es aber oft. Und ich finde, bei Wörtern ist das so wichtig, ist manchmal geheimnisvoll, finde ich, wie ein Wort entsteht. Das ist ja auch oft, das sind oft ja Metaphern wie Tisch, Bein, ja. Und wir haben dann vergessen, dass es Metaphern sind. Und trotzdem ist es ja so, dass so wie ich das übersehe, die Wörter, die wir heute benutzen, ja von Menschen definiert werden. Oh Und ja. da sitzen ja Menschen, die bestimmen, welches Wort kommt ins Lexikon und welche Definition bekommt sie. Und dann tun sie immer so, als ob das so ganz wissenschaftlich ist, denn es werden ja mit dem Computer Daten ausgewertet, wie oft kommt ein Wort vor, in welcher Bedeutung kommt es vor. Aber trotzdem sitzen da Menschen, die erstens bestimmen, kommt das Wort ins Lexikon oder nicht, und die zweitens bestimmen, welche genaue Definition bekommt es. Und es hat was mit dem Ursprung des Wortes zu tun und oft, aber nicht immer. Und es hat auch was mit dem allgemeinen Gebrauch zu tun, aber es ist nicht ein unumstößliches Gesetz. Nein, gar nicht. Das ist lediglich eine Verabredung. Genau. Also wir haben uns verabredet, dass der Stuhl eben Stuhl heißt und der Tisch Tisch. Aber zu Anfang aller Zeiten wäre das austauschbar gewesen. Das ist Genau. lediglich
eine Verabredung und kein Gesetz, gar nicht. Eine Verabredung. Und darum ist es erstens wichtig, dass es wie, weißt du, früher haben wir immer Rummy gespielt und bevor man Rummy spielte, musste man sich klöppen, welche Regeln nehmen wir denn? Denn jede Familie hat ihre eigenen Rummy-Regeln. Oh je. Ja. Oh. Oder Schikanöschen. Also wir müssen immer alle drei Karten aufnehmen und die immer jede Karte. Und dann musste man konnte nicht spielen, wenn man sich nicht geeinigt hat, nach welcher Spielregel spielen wir. Ja, Ich schön. finde, bei Liebe tatsächlich sollte man wirklich überlegen, welche, und auch bei Trauma, welche Definition nehmen wir eigentlich? Und die ist nicht unbedingt richtig oder falsch, sondern damit wir nicht aneinander vorbeireden. Ja. Und wir hatten eigentlich eine sehr schöne Beschreibung von Liebe. Beide hatten wir uns ja vorher darauf geeinigt. Also, wenn ich das sagen darf, so, das war so, sozusagen das Akzeptieren, das volle Akzeptieren von dem, was ist, im Hier und Jetzt. Stimmt, ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil in mir hat es gerade gerattert, was war das denn? Was war das denn, worauf wir uns geeinigt hatten? Aber Ja. in dieser Und das Freude. finde ich sehr, sehr schön. Aber dann habe ich meiner Etymologie nachgeguckt und da habe ich, aber ich habe jetzt nur das aus dem Merriam-Webster vorliegen. Da stand, und das war nur den Link für das Deutsche, das müssen wir dann nachholen, wenn das wichtig ist, oder das in die Infobox tun. Ja, machen wir in die Infobox. Ja, aber es kommt letztendlich aus Lateinisch lubere oder libere to please, also jemandem eine Freude machen oder jemandem gefallen. Und aus dem Sanskrit, aus einem Wort, versuche mal nicht das auszusprechen, er he desires, also er verlangt oder er sehnt, also verlangen, sehnen, begehren. Okay. Und das kommt dann der Valentins-Definition schon näher als In der Tat. ja, fand ich spannend. Diese schöne Beschreibung, auf die wir uns geeinigt haben, die vollständige Akzeptanz dessen, was ist, das macht natürlich ein Riesenfeld auf, weil wenn wir das so betrachten, dann sind wir ziemlich schnell auf einer spirituellen Ebene und verlassen unsere relative Ebene, denn dann müssten wir ja auch, also lieben, was ist, so heißt auch das Buch von Byron Katie. Da würde die bedingungslose Akzeptanz auch darin bestehen, dass unser Bundeskanzler Waffen in die Ukraine liefert, weil er das für eine gute Idee hält. Oh, na, das liebe ich aber nicht. Und so weit möchte ich gar Genau. nicht gehen, Ja, genau. weil ich immer denke, da bin ich dagegen, aber ich kann es gerade nicht ändern, aber ich kann das in mir heilen, was das machen würde. Ja, aber wenn wir jetzt so schön gründlich sind, dann taugt diese Definition der Liebe nicht unbedingt als Arbeitshypothese, um gut durch unsere Alltäglichkeiten zu kommen. Denn wenn wir verbindlich uns anschlossen dieser Bedeutung lieben, was ist, dann müssten wir auch einverstanden sein, dass gerade jetzt in der Ukraine mit unserer Hilfe der Krieg tobt. Und Ja, da sind wir also bei. da bin ich nicht mit einverstanden Ich tatsächlich. auch nicht, genau. Das heißt, wir brauchen eine nächste Definition. Ja, und vielleicht müssen wir nicht, also für mich wäre es leichter, wenn man ins Zwischenmenschliche erstmal geht, denn ich denke, Genau, da, ganz gut. es gibt ja noch mehr. Also ich meine, es gibt Liebe und Zuneigung, ne? Ja auch, und ich meine, die Wren Hurst, von der ich ja auch viel mache, die sagt, Liebe ist dieses bedingungslose Annehmen. Und das ist bedingungslos, aber Beziehungen sind nicht bedingungslos. Und die Panzerlieferung, die kann ich auch nicht verbinden mit bedingungsloser Liebe. Und deswegen bin ich eher bei dir, dass wir das abspecken müssen auf unsere Ebene hier, auf eine Zwischenmenschlichkeit. Und dann können vielleicht die alten Griechen wieder mal so ein bisschen unterstützend sein, die Liebe ganz sorgfältig in drei Kategorien einteilen. Da gibt es einmal den Eros, das ist die leidenschaftliche Liebe. Dann gibt es die Philia, das ist die freundschaftliche Liebe. Und dann gibt es die Agape und das ist dann die kosmische und spirituelle und ganzheitliche Liebe. Ne? Und das ist jetzt, das sage ich nicht, weil ich hier so schick angeben will, sondern ich glaube, dass wenn wir uns eben geeinigt haben, Liebe ist all das, was ist, bedingungslos zu akzeptieren, das gehört in die Kategorie der Agape. Und damit diese große, kosmische, bedingungslose Liebe. Aber unsere relative Ebene hier, die Welt, die ja geboren ist aus der kosmischen, göttlichen Liebe, hat eigene Gesetze und eigene Spielregeln. Und hier kommen wir nicht weiter, indem wir bedingungslos alles annehmen, sondern hier kommen wir weiter, indem wir schauen, was passt für uns. Wie möchten wir leben und wie wollen wir nicht leben, ganz ausdrücken.
Ja, und ich meine, unsere Gefühle, wenn wir ein gesundes Verhältnis zu ihnen haben und gelernt haben, sie wirklich zu spüren, sind ja Wegweiser für uns, was für uns passt und nicht. Und sie geben uns immer ein Ja oder Nein. Genau, Und ganz genau. es heißt ja auf keinen Fall, dass wir uns von jemandem, auch wenn er sagt, er liebt uns und einen Blumenstrauß in der Hand hält, alles gefallen lassen sollen. Ein ganz wichtiger Hinweis, ganz, ganz wichtig. Ja. Unsere Gesellschaft ist ja reich an Narzissten. Das hat Gründe, dem können wir uns vielleicht in irgendeinem weiteren Gespräch auch nochmal widmen, weil diese Gründe wirklich glasklar sind. Ein Gesellschaftssystem wie das unsere bringt mit müheloser Leichtigkeit Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstruktur heraus. Und diese Narzissten zum Beispiel bestechen im Love-Bombing genau dadurch, dass sie dir Blumen schenken und Pralines und deinem Hundi ein wunderschönes selbstheizendes Halsband. Und wenn sie dich dann so richtig einkassiert haben, dann kommt die andere Seite raus. Also die Gesten, alleine Gesten, die Ausdruck einer Liebe sein könnten, denen alleine ist nicht zu trauen. Da muss dann schon auch noch ein Rest hinterherkommen. Ja, das ist echt spannend. Ein schwieriges Thema. Ja, und das ist irgendwie so ein Grundlagenthema, weil Liebe ist ohne Liebe gäbe es uns hier alle nicht. Also zumindest nach meiner Weltsicht. Ich neige ja nicht der Weltsicht des Chaos zu, wo es eben unberechenbare Zufälligkeiten gibt, die auch jederzeit sich verändern könnten, sondern ich neige ja dem Weltbild oder nicht neige zu, sondern fühle mich da aufgehoben, dem Schöpfungsweltbild, wo alles seinen Sinn hat, auch wenn ich nicht immer erkennen kann und wo alles eine zuverlässige Ordnung hat. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass die Liebe das ist, was uns hervorgebracht hat und dass diese Liebe auch möchte, dass es uns gibt. Was wir dann damit machen, wenn wir dann nun mal da sind, das ist dann die nächste Abteilung gewissermaßen. Ja, und also diese Liebe, die einem so vorgegaukelt wird in diesen gräußlichen Hollywood-Filmen und in den Liedern. Also da bin ich immer so gespalten. Ich habe ja früher meinen Schülern immer empfohlen, dass sie viele englische Filme gucken und am besten Schulzen, weil man damit so gut Englisch lernen kann. Ja. Und ja, und auch mit Liedern, wo ja auch diese hohlen, oh, I can't live without you und sowas alles kommt. Und jetzt inzwischen denke ich, meine Güte, ich kann das gar nicht mehr empfehlen, weil Worte doch Macht haben. Und da wird einfach was einprogrammiert, was uns von uns entfremdet. Da sagst du was. Ja, und dann haben wir ja durch dich schon sehr viel gelernt, nämlich dass wir durch Trauma ja eigentlich uns gar nicht kennen, sondern nur unsere Überlebensstrategien. Und dann haben wir diese Vorbilder von Beziehungen, die auch so eigentlich ja eher nicht gelungen sind, sondern eher Co-Abhängigkeit sind. Und wie soll dann ein Mensch eigentlich dann in eine gesunde Beziehung zu sich? Ja, liebesfähig werden, ne? Ja, und wenn wir uns selber noch nicht mal lieben können, wie sollen wir den anderen lieben, ohne diese Co-Abhängigkeit, dieses Greifende, dieses Bestimmende, Kontrollierende, ne? Ja, und das ist dann so diese Katze in den Schwanzbeiß-Frage, ne? Wenn wir uns nicht selbst lieben können, wie sollen wir dann jemand anders? Da könnte man jetzt die Aufgabenstellung daraus ablesen, lerne erst dich selbst zu lieben und dann klappt es auch mit den anderen. Aber so ist das eben nicht für Menschen, die Trauma tragen, sondern Menschen, die traumatisiert wurden, haben ja erlebt, dass sie nicht geliebt wurden, also jetzt sehr vergröbert alles, dass sie nicht verliebt wurden und konnten deshalb auch nicht das Gefühl einer Selbstliebe entwickeln. Und wenn sie jetzt lebenslang darauf warten müssten oder sich anstrengen, so eine Art Selbstliebe zu produzieren, damit sie dann endlich auch in Liebe mit jemand anders gehen können, dann sind sie zu einem Leben in Isolation verdammt, weil so rum funktioniert es nicht. Wir brauchen von außen die Botschaft, du bist willkommen, du bist gewünscht, du bist geliebt, ich möchte mit dir sein. Der Religionsphilosoph Martin Buber hat das in wenige Worte, ich habe es jetzt nicht gezählt, in ganz wenige Worte gepackt, durch das Du zum Ich werden. So funktioniert Menschwerdung. Wenn wir alleine irgendwo hingeschmissen werden, so Caspar Hauser-mäßig, dann ist das nicht so, dass wir da in Selbstliebe und Schönheit erstrahlen, sondern ist das so, dass wir froh sein können, wenn die Tiere des Waldes sich um uns kümmern und die dann unsere Beziehungspartner sind und dass wir von denen lernen. Aber Menschwerdung und damit auch Liebesfähigkeit
setzt tatsächlich andere Menschen voraus, durch die wir das erfahren können. Genauso wenig, wie wir uns selbst Respekt, Wertschätzung, Aufmerksamkeit ursächlich entgegenbringen können. Auch das müssen wir dadurch lernen, dass andere Menschen das mit uns tun in unserer Prägezeit. Und dann können wir es auch für uns machen und an andere weitergeben. Es ist super, super komplex und ich glaube, wir brauchen auch nicht, das sage ich jetzt, um mich selbst zu beruhigen, wir brauchen auch nicht den Anspruch haben, in so einem relativ schmalen Gespräch ein dermaßen umfangreiches Gebiet wie Liebe gründlich zu kategorisieren, sprechen, einzuordnen, handelbar zu machen. Nein. Wir versuchen es, weil es so wichtig ist. Wir versuchen es, weil es die Grundlage unserer Existenz ist. Deshalb versuchen wir das und da freue ich mich, dass wir das machen. Ja, also ich finde, wenn man Fragen stellt und einfach nur anfängt, so zu fühlen, was habe ich denn so unbewusst immer angenommen und sich dann auf die Suche macht, dann das ist ja schon genug. Und ich finde, so eine Frage lenkt einen natürlich in eine bestimmte Richtung. Das ist neutral, aber trotzdem bringt es einen in Bewegung. Ja, und da kommt dann gleich so die nächste Hürde, will ich nicht sagen, das nächste Level, weil um überhaupt Fragen stellen zu können, muss man schon eine entsprechende Vorbildung, sage ich es jetzt mal so trocken, haben. Ich kann mich aus meiner eigenen Biografie erinnern, dass ich, als ich mit einem Narzissten 15 Jahre lang verheiratet war, der mich wirklich so gedemütigt, gekränkt hat und auch gar nicht so zwischen den Zeilen, auch ganz direkt, dass ich dumm bin, dass ich nichts wert bin, dass ich blöd bin, in allen Schattierungen. Ich war nicht in der Lage, mich zu fragen, Moment mal, hat der eigentlich recht oder irrt der sich? Und ich war deshalb nicht in der Lage, weil das, was ich von ihm zu hören bekam, aufs Ängste korrespondierte mit dem, was ich aus meinem Elternhaus zu hören bekam. Das heißt, das war mein Normal, sowas zu hören. Und wenn das Normal eines Menschen ist, ist der leider, leider gar nicht in der Lage, die Fragen zu stellen, die aber gestellt werden müssten, um ein klareres Bild zu bekommen. Wie hast du das denn geschafft, da rauszukommen? Also, dass du dann auf einmal merkst, das stimmt nicht. Also, das habe ich nicht verdient. Ich bin liebenswert. Und also, es ist ja wirklich ein Unterschied, ob man, also jeder Mensch ist liebenswert. Das bedeutet aber nicht, dass man in jeder Beziehung sein kann. Man könnte auch ganz flapsig sagen, jeder Mensch ist liebenswert. Man merkt es nur nicht bei jedem. Ja, aber ich meine, auch wenn jetzt zwei liebenswerte Menschen zusammen sind, heißt es ja noch nicht, dass sie kompatibel sind, so, ne? Und wenn und das dann, und das ist ja, kann ja auch sehr schmerzhaft sein, wenn sie es nicht sind, und dann kann man das ja auch in Liebe feststellen, ohne sich gemeine Sachen zu sagen. Ja, aber da brichst du wirklich ein super fortgeschrittenes Programm, so eine Masterclass. Ne, weil Menschen, die liebenswert sind, also wer bestimmt das? Das tun ja immer diejenigen, die da miteinander gerade zu tun haben. Und dann kann es passieren, dass ein Sadist zum Narzissten sagt, du bist liebenswert. Und beide fühlen sich sehr wohl und agieren ihre Überlebensstrategien aneinander aus. Ne, und wenn man das von außen betrachtet, dann sucht man verzweifelt, wo denn da jetzt das Liebenswerte sein soll. Aber die in ihrer Blase haben tatsächlich die Idee, dass man so miteinander umgeht. Also es ist super tricky alles. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie ich es geschafft habe, da rauszukommen, also gar keinesfalls so, dass es Schnips gemacht hat und dass ich gesehen habe, oh wow, der hat ja eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das war überhaupt gar nicht so, sondern das war ein sehr schleichender, sehr langsamer Prozess, den ich durch das Feedback anderer Menschen niemals hätte verstehen können. Es ist wie ausgefädelt. Ich habe dann hier mal ein Buch gelesen und habe da mal jemanden getroffen, der gewissermaßen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat angesichts meiner Lebensführung. Da hat, glaube ich, dass dieses Sprichwort gegriffen, steht der Tropfen höhlt den Stein. Ich war wirklich darauf angewiesen, auf Dauerberieselung von außen, um irgendwann selbst sehen zu können, wie entsetzlich das ist, was da passiert. Und vielleicht hat es so einen kleinen Turbo gegeben,
Und das kann derjenige gewesen sein, als dann meine Tochter auf die Welt kam. Ich sage bewusst meine Tochter, weil er sie überhaupt nicht haben wollte. Er wollte kein Kind haben. Und es war ein sehr großes Zugeständnis an mich, in der Hoffnung, dass ich dann bei ihm bleibe oder was auch immer. Und als ich dann gesehen habe, wie er mit diesem kleinen Kind umgeht, wie er seine Machtansprüche, sein hierarchisches Denken, seine Absolutheitsvorstellung an diesem Kindelein austobt, da habe ich gedacht, Moment, hier stimmt aber ganz grundsätzlich was nicht. Es mag ja sein, dass ich der letzte Dreck bin, so hat er mich wirklich bezeichnet, aber es kann unmöglich sein, dass dieses frisch geschlüpfte Junge irgendwas getan hat, was ihn zu diesem Umgang mit ihr berechtigen würde. Ich glaube, das war tatsächlich da nochmal so ein Turbo, der mir die Augen geöffnet hat. Wow, was für ein Geschenk, aber dass du mit der Vergangenheit dein Kind so lieben konntest und das sehen konntest, das ist. Ja, das ist wirklich verblüffend. Und ich meine, ich habe es nie so empfunden, das ist dann vielleicht auch Zeichen meiner Störung, das kann schon sein. Ich habe dieses Kind tatsächlich sehr wenig als unser Kind auch meinerseits betrachtet, sondern habe es immer als mein Kind betrachtet. Und da war irgendwie ganz klar, dass das jetzt schützenswert ist und dass das Schönste ist, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist, meine Tochter in den Armen zu halten, weil das auch sehr mühsam war. Dass mein damaliger Mann hat sich sterilisieren lassen, weil er in seiner zynischen Haltung dachte, in diese Welt ein Kind zu setzen, ist ein Verbrechen, kann man nicht tun. Und er hat sich dann durch meinen sehr starken und unbedingten Wunsch mühsam so ein Spermium rausoperieren lassen, das dann in Verbindung mit meiner Eizelle im Mixer zusammengeschüttelt wurde und in mich implantiert wurde, also künstliche Befruchtung, ICSI nennt man das. Und es hat 5 Fehlgeburten gedauert, bis dann die 6. Schwangerschaft mit meiner Tochter endlich ausgetragen werden konnte. Es war also wirklich ein ganz langer Prozess. Und weshalb ich auch das jetzt so ein bisschen ausführlich erzähle, ist, weil ich während dieser langen Zeit im Versuch, ein Kind zu empfangen, immer mich gefragt habe, ist das eigentlich richtig, was ich hier mache? Müsste es nicht so sein, dass Gott es für mich vorsieht? Und wenn es doch nun das dritte Mal nicht klappt und das vierte Mal nicht klappt und das fünfte Mal nicht klappt, müsste ich dann nicht endlich einsehen, dass das etwas ist, was nicht für mich bestimmt ist? Mit diesen Fragen habe ich mich durchaus sehr auseinandergesetzt. Aber mein inneres Gefühl war immer, nein, 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 das ist es nicht. Es ist richtig, aber ich muss viel dafür tun oder vielleicht sogar alles dafür tun. Und ich habe dann immer das Bild von so einem Goldwäscher in den amerikanischen Flüssen vor mir gehabt, die dann nach ihren Nuggets scharren und habe dann immer gedacht, dieser Nugget ist womöglich schon einen halben Zentimeter unter der abgescharten Oberfläche und wie schade wäre es doch, jetzt aufzuhören, wo man so kurz davor ist. Und ich habe dieses Bild gehabt und ich habe es weitergemacht. Und dann war meine Tochter endlich da. Und deshalb auch so diese pompöse Aussage, dass das wirklich das Schönste war, was mir in meinem Leben passiert ist, dieses Kind dann halten zu dürfen. Ja, und dann gab es keinen Grund mehr, an der Seite eines solchen Menschen zu verweilen. Und natürlich habe ich damals überhaupt nicht in solchen Kategorien gedacht. Ich wusste auch gar nicht, dass er eine narzisstische Persönlichkeit ist. Ich habe einfach nur endlich realisieren können, dass das, was hier unter Liebe läuft, also wir waren 15 Jahre zusammen, dass das mit Liebe tatsächlich überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist ja, das sagtest du ja auch vorher, nur weil dir jemand einen Blumenstrauß schenkt, heißt das nicht, dass der wirklich bereit ist, sein Herz zu öffnen, um dich zu sehen, um sich auf dich einzuschwingen. Das heißt das überhaupt gar nicht. Und auch was, dann kommen wir mühelos zum Thema Trauma, auch Eltern, die ihre Kinder sehr lieben, die aber eine recht genaue Vorstellung davon haben, was dieses Kind zu tun hat und was dieses Kind besser nicht tun sollte. Auch das läuft ja unter der Flagge der Liebe.
Und sicherlich spüren die Eltern das auch, dass sie ihr Kind lieben. Nur ist dann, vielleicht wieder mal ein bisschen flapsig formuliert, nicht überall, wo Liebe draufsteht, ist auch Liebe drin. Und, ja, und da ist die nicht drin in solchen Verhältnissen. Ja, meine Güte, das sind so viele Themen. Weißt du, bei dir ist es ganz klar, dass dieser Mann schwer gestört war. Und dann merke ich aber so, dass Narzissmus ja auch ein Modewort ist und dass es auch oft jemandem aufgeklebt wird, der einfach sich nicht so benimmt, wie wir es hätten. Das stimmt, da hast du total recht. Da wird gerade mal so etikettiert und dann wusch, ist das halt ein Narzisst oder ein Pädophiler oder ein, ach, ich weiß nicht was. Ja, also dass man einfach mit diesen Labeln, das ist wie mit Liebe, da muss man auch so aufpassen, ne, dass man das so aus meiner Not heraus, die auch durch mein Trauma entsteht, Ja. begebe ich mich in Situationen, die nicht gut für mich sind und dann haue ich nach außen, statt liebevoll zu gucken, welchen Ja. Weg ich gehen muss. Ja, Ne? genau. Aber auch der Begriff Trauma, damit können wir ja auch schon anfangen. Der Ah ist ja. auch, nachdem er jahrzehntelang überhaupt gar nicht bekannt war, ist er dann jetzt ja eher inflationär in vieler Munde und wird auch benutzt in Kontexten, die ursächlich so nichts mit Trauma zu tun haben. Das heißt, es wird benutzt, um großen Schmerz auszudrücken und großes Leid auszudrücken. Und dafür müsste man, wenn man sauber spricht, andere Worte benutzen und nicht das Wort Trauma nehmen, das auch Leid und Schmerz beinhaltet, aber trotzdem ganz eigene, enge Definitionen hat. Ne, Ja, also das ist spannend. Da würde ich gerne gern, also ich habe mir jetzt mal da auch bei Trauma mal nachgeguckt. Es kommt aus dem Griechischen und das ist Wunde. Und aus dem Verb, oh, jetzt bin ich so schlecht im Übersetzen, to distress. Also ich weiß genau, was es bedeutet. Also wenn etwas dich in Not bringt, das ist to distress, also seelische Not. Also, aber die Wunde eben. Und Ja, Wunde oder Verletzung, ne? Das kann man ja auch ja, und gehört. das Spannende, ich denke, wir haben durch die Gespräche mit dir gelernt, Trauma ist ja im Körper und es ist ja nicht das, was einem passiert ist, sondern das, was wir nicht verarbeiten konnten. Ja, das ist eine super, der wirklich super wichtig. Das halte ich auch für so eine Grundlagendefinition, dass man niemals sagen kann, dass Trauma im Ereignis an sich liegt, weil jedes Ereignis, das auf Menschen unterschiedlicher Couleur trifft, fällt auf unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten und Bewältigungsstrategien. Und wenn zwei Kindern ein und das Gleiche passiert, auch durch das Elternpaar, dann wird das eine Kind resilienter sein, womöglich, als das andere Kind. Oder vielleicht wird es sogar auch eine andere Behandlung erfahren, weil Eltern ja keineswegs ihre Liebe wie eine Gießkanne gleichmäßig über alle ausgießen, sondern da schon auch Vorlieben und Abneigung sind. Also Trauma liegt wirklich nie im Ereignis, sondern immer in der Fähigkeit, in unserer Fähigkeit, mit diesem Ereignis umzugehen. Ja, und ich meine, wir könnten es theoretisch ja durch unsere Eltern lernen, wenn die gelernt haben, mit ihren Gefühlen richtig umzugehen. Aber ich habe das nicht gelernt. Ich konnte das meinen Kindern so in der Form nicht zeigen. Ich kann ihnen jetzt nur zeigen, dass es nicht zu spät ist, wirklich also Empfindungen wahrzunehmen und danach zu handeln. Oder auch alte Genau. Empfindungen, die sich als Schmerz im Körper manifestieren, wahrzunehmen, zu fühlen und loszulassen. Ja, und das ist ja auch ein Zeichen von Liebe, dass du deinen Kindern diese Gespräche anbietest, dass du also die Größe hast, und damit meine ich jetzt nicht nur die menschliche Größe, die auch, aber auch die körperliche Kapazität, deinen Kindern zu erzählen, wie es für dich war und interessiert zu sein, wie es für sie war. Das heißt, du schaffst es nicht, die Vergangenheit für dich so zurechtzuklopfen, dass du sie rechtfertigst und du gegenüber deinen Söhnen kommunizierst, das war alles bestens so, wie es gelaufen ist. Und wenn ihr damit nicht zurechtgekommen seid, dann kann ich nichts dafür. Dann seid ihr halt unfähig gewesen. Und das ist leider das, was 99,5% aller Eltern machen. Das ist in meiner Arbeit, dass die Eltern nicht die Kapazität haben, sich der Sichtweise ihres Kindes zu öffnen und das
führt dann irgendwann aus traumatherapeutischer Sicht zur Sinnhaftigkeit eines Kontaktabbruchs. Denn jedes Mal, wenn man als verletztes Kind, auch schon 60-jährig, wieder zu seinen traumatisierenden Eltern, auch schon 85-jährig geht und sich dann nichts geändert hat, dann reißen diese alten Verletzungen immer wieder auf, weil die Eltern sich beharrlich weigern, dass sie irgendetwas gemacht haben könnten, was dem Kind womöglich nicht gut getan hat. Ja, und das ist ja ganz anders. Und in dem Augenblick, wo wir diese Kapazität haben, unseren Kindern auch rückbezüglich das Gespräch anzubieten, zu sagen, ich weiß, dass das nicht optimal gewesen ist und es tut mir ganz wahnsinnig leid. Und wenn ich es irgendwie wieder gut machen könnte, würde ich es. Aber lass uns wenigstens offen drüber sprechen. Das ist ein großes Geschenk. Ja, und gleichzeitig merke ich auch, dass man das Heilen nicht davon abhängig machen darf, dass Eltern oder andere Menschen das irgendwas verstehen. Also ich sehe schon bei meinen Eltern, sie waren traumatisiert, die haben das Beste gemacht, was sie konnten. Sie haben mich so gut geliebt, wie sie konnten. Und den Rest darf ich alleine machen. Also da darf ich mir dann Hilfe holen und einfach das nachholen. Und ich merke, dass es mir, das ist auch noch ein gutes Thema mal, dieses, was die spirituelle Welt immer Vergebung nennt, da wird ja auch viel Unfug gemacht. Aber für mich war es ein heilsames, liebendes Loslassen von dem oder Erkennen von dem, was schmerzhaft war. Und es hat mir gut getan zu erkennen, dass da jetzt nicht böse Absicht dahinter war, sondern Trauma. Ja, na klar. Und dann einfach zu sehen, die waren traumatisiert und das hat dazu geführt, dass bestimmte Emotionen nicht gefühlt werden konnten. Und jetzt darf ich das lernen. Und dieses irgendwie einfach zu denken, ich mache jetzt nur meinen Teil und kümmere mich nicht darum. Also ich fordere nichts ein, sondern ich kümmere mich einfach um das, worum ich mich kümmern kann, ist extrem befreiend. Ja, wobei auch das immer die Gefahr des Ausrutschens beinhaltet, weil wenn du so verständnisvoll bist für deine Eltern, und das erlebe ich in meiner Arbeit gewissermaßen täglich, dann setzen meine Klienten sich immer wieder, ich sage es jetzt einfach mal der Griffigkeit halber, der Giftigkeit dieser Beziehung immer und immer wieder aus, indem sie Sonntag für Sonntag dahin gehen und sich immer, na genau. Ja, das meine ich jetzt natürlich nicht, dass man. Ganz genau. Also, weil Verständnis ist das eine und das ist auch gut, aber für sich sorgen und sich schützen ist das andere und das ist genauso notwendig. Ne? Ja, also ich glaube, dass es ganz sicher in vielen Fällen wichtig ist, den Kontakt abzubrechen, wenn weiter böse Sachen kommen. Ja. Ganz genau. Ja. Also das meinte ich so nicht. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt darauf warte, dass die den Telefonhörer in die Hand nehmen und irgendetwas noch nachliefern. Wo soll es herkommen, ne? Wo soll es herkommen? Also wenn sie es gekonnt hätten, genauso wie du es sagst, hätten sie es ja gemacht. Und wenn sie jetzt den Telefonhörer höben, um mit dir ins Gespräch zu gehen, na, dann wäre ja alles gut. Dann könnte man ja sogar sonntags wieder hingehen und zusammen Kaffee trinken, weil dann ja eine Öffnung wäre. Ne? Ja. Nur findet das halt in den allermeisten Fällen überhaupt nicht statt, weil eben 95% aller Eltern so damit beschäftigt sind, sich zu schützen vor diesen schmerzhaften Gefühlen, die sie ja notwendigerweise empfangen müssten, wenn sie sich der Sichtweise ihres Kindes öffneten, dass sie eben sehr darauf achten, das auf gar keinen Fall zu tun, um ihre Schutzmauern intakt zu halten. Und dann ist das der Verhinderer dafür, dass irgendwann das Telefon klingelt und Mama oder Papa sagen, du, lass uns mal darüber sprechen, was passiert ist vor Jahrzehnten. Ja, und ich finde gleichzeitig auch wichtig, also ich bin über meine Geburtserlebnisse traurig und finde, dass ich dadurch, dass ich einfach bestimmte Dinge nicht wusste, meinen Kindern und mir auch bestimmte Erfahrungen zugemutet habe, die besonders für meine Kinder auch traumatisierend waren, also diese Trennung der Geburt. Ja. Und da habe ich lange, lange tief getrauert und das kann auch immer noch mal hochkommen. Und gleichzeitig merke ich, ich möchte in der Form nicht mehr trauern. Wenn ich jetzt denke, das war so traumatisierend, dass es ihnen so geschadet hat, dann würde ich ja auch
sagen, dass sie jetzt nicht in Ordnung sind, so wie sie sind, weißt du? Ja, stimmt. Also, es ist, ich mich mehr verhauen will für die Vergangenheit, sondern irgendwie gleichzeitig sehe, ja, das würde ich anders machen. Aber da ging es eben nicht. Da konnte es ging aber nicht. Genau. Und ich kann ich kann mir jetzt wünschen, wie es gewesen wäre. Das nützt aber auch nichts. Aber ich kann denken, und meine Güte, sie sind trotzdem wunderbar gediehen. Ja, genau. So nicht, wenn ich daran festhalte, ist es so, als ob die jetzt, ja, ich bin dann schuld, dass sie eine Schraube locker haben, aber ich würde ja sagen, Ja. das ist in Ordnung. Ja, genau, stimmt. Das will ich nicht Genau. denken. Ich will denken, dass sie richtig sind, genauso wie sie sind, und auch die Möglichkeit haben, dann bestimmte Dinge, die eben nicht perfekt sind, als Anstoß zu nehmen für eine Reise zu sich selbst, die Ja, dann schön. sehr tiefgreifend sein kann. Und Ja. wie sie die antreten und wann sie die antreten, ist ihre Entscheidung. Und das Ja. kriegt man ja als Außenstehende nicht mit. Und alles, was ich machen kann, ist irgendwie in Liebe für sie da sein, ohne auch ich zu verlangen, dass sie denken, ach ja, Mama, du konntest ja nichts dafür sozusagen, Ja, weißt du? na klar. Mir nicht verzeihen, und sie müssen nicht sagen, dass das in Ordnung war. Sie müssen gar nichts. Ja, genau. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Und da ist so eine Falle, weißt du? Ja, das ist eine totale Falle. Und ich glaube, ein bisschen fallenverhindernd ist es, wenn man den Bogen ein bisschen größer schlägt, respektive wenn man so eine kleine Vogelperspektive einzunehmen versucht. Und die bestünde dann zum Beispiel darin, dass deine beiden Kinder ja nicht einfach zufällig in deinem Bauch gelandet sind und auch nicht zufällig in ihre Babybettchen geplumpst sind, sondern sich gewissermaßen was dabei gedacht. Die haben sich, bevor sie inkarnierten, eine kleine To-Do-Liste gemacht, was sie alles erleben wollen. Und dann haben sie geguckt, ah, wo kriege ich denn das am besten erfüllt? Und dann haben sie gedacht, okay, bei Friederike habe ich gute Chancen, das abzuarbeiten, was ich auf meiner To-Do-Liste aufgeschrieben habe. Will sagen, wir machen ja oft den Fehler, dass wir glauben, unsere Kinder sind unbeschriebene Blätter, die sich dadurch oder wo wir die Verantwortung haben, diese leeren Blätter mit unserer Handschrift zu füllen. Und das ist ein Aberwitz. Jedes Kind ist ja eine eigene Persönlichkeit, die es bereits mitbringt, inklusive der To-Do-Listen. Ja, und das mit dem Geburtserlebnis kann ich teilen. Meine Tochter ist auf Zypern zur Welt gekommen und in einer Befruchtungsklinik, und da machte man am laufenden Band Kaiserschnitte. Das heißt, sie ist auch durch eine Sektio zur Welt gekommen. So, aber ich hätte es mir anders gewünscht. Es ging aber nicht anders. Ich konnte mich gegen diese Maschinerie da auch überhaupt nicht behaupten. Aber wer sagt mir denn, dass meine Tochter nicht womöglich die Erfahrung machen wollte, wie es ist, solcher Art ins Leben geliebt zu werden und solcher Art, na eben nicht entbunden, aber auf die Welt geholt zu werden? Ich weiß das nicht. Und wenn ich meine Zeit damit verbringen würde, mich auszuschimpfen dafür, dass ich es aber ganz falsch gemacht habe, das würde das Leid ja immer noch größer, noch schwerer. Ja, also das ist auch, es ist wirklich wichtig, die Geschichte loszulassen und nicht der Macht zu geben. Und das, ja, ist so ein Unterschied zwischen, ich kehre es unter den Teppich und tue so, als ob es nicht da war. Ja, genau. Oder ich vergesse es mal lieber. Oder ja, ich wähle bewusst, einer bestimmten Sache keine Energie mehr zu geben, ja, weil ich das Gute nähren will und nicht das Trauma. Das hast du total schön gesagt. Genauso sehe ich das auch, ja. Ja. Und ich finde auch immer so diese Erklärungen, die du hast und mein Mann auch, dass die Kinder sich das gewählt haben, die trösten mich nur bedingt. Also weil ich auch immer denke, im Hier und Jetzt möchte ich auch nicht denken, ach naja, alles, was passiert, haben wir uns halt so ausgesucht. Das bringt mich, also vielleicht andere nicht, aber mich selber eher in so eine, ja, so eine Lähmung beinahe, dass ich dann nicht, also es kann auch eine Ausrede sein, nicht in die Verantwortung zu gehen.
Na, es kann sogar noch drastischer sein und so wird es ja meistens verstanden, wenn jemand sagt, ich habe mir das ausgesucht oder ich habe meine Inkarnation da und da ausgesucht, dann hat das ja massiv etwas auch mit du hast Schuld zu tun. Das Genau, heißt, ja. man kriegt dann für alle Beschwernisse, die man in seinen Lebenstagen so sammelt, immer vorgeworfen, ja, hast du selber Schuld, hast es dir ja ausgesucht. Genau, und du manifestierst das und das ist in deiner Energie und sowas alles und deine Glaubenssätze, da hast du nicht gearbeitet und oder man muss keine Empathie mehr haben dann, weil ja jemand eben in der Gosse sitzt, weil das im Lebensplan war und dann vergesse ich, dass ich vielleicht doch die Aufgabe habe, jemandem die Hand zu reichen. Na, sowieso. Also die haben wir alle. Das ist ja die Menschwerdung, dass wir die Aufgabe haben, allen anderen Menschen die Hand zu reichen. Nur sehe ich das gar nicht als Widerspruch zu diesem sich was aussuchen. Und ich sehe es umso weniger als Widerspruch, weil wir können jetzt nochmal die Perspektive erhöhen. Wenn wir uns vorstellen, dass alles, was ist, Gott ist, dann ist das eine Einheit. Und auf Sanskrit heißt es dann Advaita. Advaita heißt nicht zwei, sondern nur eins. Und wenn es aber nur eins gibt und ich gewissermaßen gar nicht selbstständig bin, sondern ein Teil Gottes bin, ja, wie sehr gibt es mich denn dann eigentlich? Und wie weit reicht denn mein freier Wille eigentlich? Das sind dann auch die Fragen, die man sich stellen kann. Und die Menschen, die an das Konzept des Advaitas oder die das für verbindlich halten, die gehen davon aus, wir sprachen schon mal drüber und das beklemmt dich ja auch so ein bisschen, dass die ganze Welt eine Bühne ist, die in letzter Instanz nicht mehr als ein Augenblick oder ein Wimpernschlag ist. Und all unsere Dramen sind in gewisser Weise ein Bühnenstück. Und wenn das aber so ist, ich will es jetzt auch gar nicht zu weit ausführen, aber wenn das so ist, dann gibt es uns als unabhängige Wesen, die sich irgendetwas aussuchen könnten, sowieso schon mal gerade gar nicht, sondern dann sind wir geschöpft und gefügt. Und natürlich haben wir die Vorstellung von freiem Willen, aber wir haben von vielen die Vorstellung, ob das dann auch der letzten Realität entspricht. Das ist dann nochmal die nächste Frage. Na? Und deswegen komme ich wunderbar. Ja, das ist jetzt wirklich irgendwie wie so eine Schokotorte, die nur aus einer fetten Praline und Buttercreme besteht und extrem schwer verdaulich ist. Aber nur so ganz kurz. Deswegen habe ich überhaupt keine Mühe damit, mir vorzustellen, Leute suchen sich das aus. So, ja, Punkt. Ja. Und trotzdem gibt es ja sowas wie Trauma-Bonding statt Liebe Oh ja, trotzdem gibt es alles. Und und obwohl trotzdem kann man auch, viele. wenn man möchte, ja doch ein Stück weit heilen und Ja, na klar, natürlich, das hat doch hier alles ganz eigene Gesetzmäßigkeiten. Und auch wenn Quantenphysiker sagen, dass alles Energie ist, na, Energie tut nicht weh. Aber wenn dir hier aus lauter Energie ein Stein auf den Fuß fällt, na, und wie das weh tut, weil Energie eigene Gesetzmäßigkeiten, eigene Spielregeln hat, das ist hier alles höchst real. Also ich gehe kein bisschen davon aus, dass man nur Piek zu machen braucht und dann zerplatzt meine Katze und dein Hund und die Maus da draußen. Nein, 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 das ist schon sehr real und eine sehr tiefe Wahrheit, nur nicht die letzte Wahrheit. Es ist eine relative Wahrheit und es gibt eine absolute Wahrheit und die haben unterschiedliche Spielregeln, wie beim Rommi, wo jede Familie eine andere Regel hat. Und dann irgendwie so diese Mischung aus, wo gebe ich Hingabe zu dem, was ist, und wo sage ich, das fühlt sich nicht gut an, ich ändere mein Umfeld oder ich ändere, was ich tue. Und das ist sogar two in one. Ich glaube, wenn ich jetzt sehr korinthenkackend bin und sehr haarspaltend und sophistisch, dann kann ich das umwandeln in ein two in one. Ich sehe, dass Herr Scholz Panzer in die Ukraine liefert und gebe mich dem hin, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt. Es ist nämlich sowieso schon so. Also gebe ich mich dem hin und gucke dann, was mache ich jetzt damit? Wähle ich Herrn Scholz wieder? Klebe ich mir Panzeraufkleber auf mein Auto? Sage ich, schreibe mir auf die Fahne, Russland ist böse? Nein, mache ich nicht, sondern nachdem ich mich hingegeben habe, um das zu akzeptieren, was ist, entscheide ich, wie ich damit umgehen könnte. Und das ist das Two in One. Ja, das heißt, wir sind sowieso mit jeder Situation untrennbar verbunden, die ist schon da. Wir haben gar nicht die Wahl, uns nicht hinzugeben. Wir sind mittendrin. Und wir können zwar strampeln und gegen den Strom schwimmen, aber trotzdem sind wir mittendrin. Und daraus gebiert sich eine Vorstellung von, was mache ich denn jetzt damit? Wie möchte ich das für mich einlösen?
Und da sind einige Sachen dann eben heilender und andere Sachen kriegstreibender. Ja, und letztendlich bin ich ja schon auch davon überzeugt, dass Krieg dadurch entsteht, dass jeder Einzelne von uns eben keine Selbstliebe hat oder nicht richtig leben kann und darum auch die Beziehung zum Nächsten schwierig ist. Also wenn wir in der Familie keinen Frieden haben, wie sollen wir es im Dorf haben und wie sollen wir es in der Welt haben? Ja, schlimmer noch, also oder auch neurobiologisch, eine Traumafolge ist, und das ist wahrscheinlich die verderblichste Traumafolge, dass wir andere Menschen für gefährlich halten. Und das denken wir uns nicht aus, weil wir kindlich dumme Köpfe sind, sondern das ist das, was unsere Realität ist. Wir erleben die uns engsten Menschen, von denen wir existenziell abhängen, unsere Herkunftsfamilie, die erleben wir in Strecken als gegen uns gerichtet, also als feindlich. Und dadurch entsteht im Nervensystem eine Koppelung von Nähe und Gefahr, die zueinander kommen. Und das ist ein unlösbares Dilemma. Und solange ich andere Menschen für gefährlich halten muss, weil das meine Realität in der Prägezeit war, solange muss es Kriege geben, weil jeder da draußen kann mein Feind sein. Und nur wenn ich es schaffe, mehr Panzer, mehr Atombomben zu haben als der, habe ich die Illusion davon, dass ich ja furchtbarer bin als der und dass der mich deshalb nicht angreift. Und deshalb muss ich Atombomben haben, um den Frieden halten zu können. Das ist diese perverse Kriegslogik. Und die entsteht aus Traumafolgen, weil wir andere Menschen für gefährlich halten. Also so vom Prinzip her so simpel. Ganz einfach vom Prinzip her. Aber wenn man das eben hochrechnet, dann wird es vernichtend, desaströs, ohne Happy End. Außer wir können uns von der Idee durch Traumaarbeit davon verabschieden, dass andere Menschen automatisch gefährlich sind. Dann wäre es gut. Und das hilft ja auch einer Beziehung, um jetzt wieder zum Valentinstag. In der Tat. Ja, danke, danke für das Beziehungsboten. Zuhören. Ja, also im Prinzip fängt eine gute Beziehung auch mit Traumaheilung an, ne? Ja, und eine ganz wesentliche Frage für alle Menschen, die sich in Beziehungen befinden, von denen sie nicht wissen, gehe ich, bleibe ich, ist das gut, ist das nicht gut, wäre die Frage an den Partner, also jetzt wirklich sehr pragmatisch: Willst du mit mir heilen? Und wie sieht Heilung für dich aus? Ne? Und wenn solange zwei Menschen miteinander heilen möchten, halte ich es für eine gute Idee, dass die zusammenbleiben. Und erst wenn sich herausstellt, dass da beim anderen, ich sag's flapsig, nichts mehr zu holen ist, dann wäre es Zeitverschwendung, da zu bleiben. Dann wäre es gute und hohe Zeit, woanders zu schauen, wie sich die Werte, die ich in mir trage, mit einem anderen Menschen verbinden können, um da glückhafter gelebt zu werden. Also du meinst, dass wirklich Heilung immer, aber die braucht ja nicht unbedingt eine Liebesbeziehung, oder nicht? Doch, Meinst du? sonst kannst du ja einfach dich freuen, dass du so einen netten Bäcker hast, wo du jeden Morgen deine Brötchen holst, und das könnte ja dann reichen. Und das ist auch gut, wenn man einen freundlichen Bäcker, einen freundlichen Tankwart, einen freundlichen Hausmeister hat. Natürlich ist das gut. Aber Menschen wollen mehr. Wir wollen das Glück erleben, in unserer Ganzheit gesehen zu werden. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen nachvollzogen werden. Und wir möchten für jemanden so eine Art kleine Welt sein. Und dafür braucht man einen Partner, der nicht nur in bestimmten Segmenten bereit ist, sich uns zuzuwenden oder dass wir uns ihm nur in bestimmten Segmenten nähern können, sondern dafür braucht es einen größeren Rahmen. Sonst ist es vielleicht auch eine Beziehung. Ich meine, man hat auch eine Beziehung zu seinem Tankwart. Das Wort Beziehung müsste man dann auch noch genauer anschauen, ne? Aber da würde ich dann vielleicht sagen, es wäre eine funktionierende Beziehung. Wenn man sich gegenseitig in Ruhe lässt, wenn man sich nicht allzu oft auf die Füße tritt und so ganz gut zurechtkommt, dann würde ich von einer funktionierenden Beziehung sprechen. Und das ist das, was wir in den meisten Verbindungen so sehen. Es funktioniert. Man hat sich irgendwie so zurechtgeruckelt.
Sie hat ihres, er hat seins. Weihnachten sitzen sie alle am Tisch und gucken sich an, sind froh, wenn sie wieder auseinandergehen. So, das sind funktionierende Beziehungen. Und das Modell, was ich aber als wirklich nährend beschreiben würde, das ist nicht das einer funktionierenden Beziehung, sondern das einer liebevollen Beziehung. Und da ist jetzt wieder dieses blöd schwammige Wort, was ist nun eine liebevolle Beziehung? Aber eine liebevolle Beziehung kann man vielleicht am Gefühlserleben daran festmachen, fühle ich mich gesehen, fühle ich mich nachvollzogen, fühle ich mich respektiert und geachtet und geschützt und so weiter und so weiter. Ja, das geht weit über funktionierende Beziehungsmodelle hinaus. Wow. Wirklich wow. Und das macht immer Arbeit und es erfordert immer Mut. Es erfordert deshalb so viel Mut, weil wir ja in unserer Prägezeit gelernt haben, dass wir eben nicht gut genug sind, dass wir anders sein müssten. Also jeder, der nur eine bedingte Liebe erfährt, eine konditionierte Liebe erfährt, hat damit automatisch die Vorstellung, dass er nicht gut genug ist. Und wenn ich aber möchte, dass mein Partner mich sieht, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich ihm auch zu zeigen. Und zwar nicht nur mit den Seiten, die ich locker und souverän zu handeln meine, sondern eben gerade auch mit diesen Seiten, für die ich mich schäme, wo ich mich minderwertig fühle, wo ich unsicher bin, wo ich nicht sicher bin, ob ich so überhaupt denken darf und so weiter und so weiter. Und deshalb erfordert das immer wieder Mut, um sich so zu zeigen. Und ich glaube, das ist sowohl meine Beobachtung als auch meine Erfahrung, dass das überhaupt nie aufhört. Und selbst wenn man 20 Jahre mit jemandem zusammen ist, wir sind so komplexe Wesen, gibt es immer noch Facetten, die wir dem anderen noch nicht geoffenbart haben oder geschenkt haben. Und es wird immer diesen Mut brauchen, zu sagen, ich scheue mich, dir das jetzt zu zeigen, aber ich möchte es gleichzeitig auch. Das kostet immer wieder Mut, weil wir nie die Garantie haben, ob der andere sich womöglich dann doch entsetzt von uns abwendet. Ja, jetzt haben wir nur an der Oberfläche gekratzt und es ist schon. Ja, wobei ich glaube, wir haben es fertiggebracht, wenn man so einen Kuchen hat, der hat oben so eine leckere Kruste und dann piekt man mit dem Pieker so ganz tief durch, um zu gucken, ob er schon durch ist. Also ich glaube, wir haben tatsächlich beides gemacht. Ich glaube, wir haben Oberflächenkruste hergestellt und ich glaube, wir haben aber auch so stellenweise immer ganz tief reingepiekt, wie das, was wir vor einer Minute hatten. Das war eher so ein Tiefpieker. Ja. Ich glaube, wir lassen es mal sacken und dann gucken wir uns das an und die ganzen anderen Punkte, die ich noch auf dem Zettel habe, ich glaube, das geht zu weit. Wir machen einfach eine Serie. Warum sollte nur Netflix Serien machen? Das können wir doch auch. Okay, dann machen wir das. Ich danke dir für das Gespräch und für deine Zeit. Ich danke dir auch, Friederike. Mach's gut. Bis Mach's zum nächsten Mal gut. dann. Tschüss. Tschüss.